Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Azumi. So, es geht hier weiter in diesem Lager. Man sagt, der König schenkt euch Gehör. Ach so, sagt man das? Aber ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gehört, gell? Dass der König mir angeblich Gehör schenkt. So, Galieri. Ihr erklärt Galieri, was bisher geschehen ist. Anscheinend hat John Jindu überlebt und ruft seine Brüder zusammen, um Hakan noch einmal in diese Welt zu holen. Es war gut, dass ihr zu mir gekommen seid. Im Moment können wir nur abwarten und beobachten. Jindo ist schwach. Wir sollten ihn niederstrecken, aber ich muss Rastakhans Entscheidung abwarten, okay? Was ist das für ein Name? Bevor ich den Befehl dazu geben kann, bis dahin müsst ihr und euer Raptor ausharren. Okay, also bei Jindo, dass ich da jetzt eine Pause gemacht habe, liegt daran, weil man in der Werbung immer sieht, Jindo, also dieser Website-Erstellungsding, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Richtet dem Thron meine Grüße aus. Dann werden wir da ein bisschen abwarten. Und in den Süden fliegen, genau. Der hat gesagt, hier, wir können gratis fliegen, ja? Ja. Schönen Tag auch. Lass mich gratis fliegen. Ich sehe gerade, ich habe schon wieder vergessen. Achso, wir haben schon 10 Uhr. Okay. Habe ich nicht vergessen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Wollen wir gleich sehen. Der Dell ist da. So, warte mal. Geht das jetzt? Nein. Das könnt ihr im Moment nicht tun. Okay, dann können wir das jetzt erstmal wieder wegschmeißen. Flugpunkt. Wir laufen gerade voll weg vom Flugpunkt. So, entdeckt. Sehr gut. Ich werde hier einen kleinen Cut machen. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Weiter geht's. Weiter. Grüße. Hat nämlich gerade an der Tür geklopft. Auf zum Kap. Wulfred hat einen guten Blick. Ihr werdet hier in meinem Lager schon zurechtkommen. Finde ich super. Herausforderung, also Heldenausruf, das Schlingendorn Kap. Es ist gut, dass ihr hier seid. Jägerin. Bleibt auf dem Boden! Ah, genau, Weltquest. Das habe ich nicht. Gut. So, Dusk, der Kolbenfluss, was Fusselmaul. Mhm. Hey, ihr müsst das Mädchen sein, von dem Wulfred gesprochen hat. Ihr habt das Ogre-Artefakt gefunden und ihm geholfen, diese merkwürdigen Steine aus dem Norden zu testen. Willkommen an der Grabungsstätte, Azumi. Wir waren gerade dabei, diese Proben zu bestimmen, als ihr hier angekommen seid. Würde es euch etwas ausmachen, eine Probe zu Dusk zu bringen? Er muss mir helfen, herauszufinden, wie alt sie ist. Man sieht sich. Kann ich machen? Was kann ich für euch tun? Alter. Was geht mit dir? Du bringst mich halb um. Nichtsnutziger, züngelnder Kriecher. Der Zwerg räuspert sich einige Sekunden lang. Ihr sucht nach einer Beschäftigung und da kommt ihr zu mir, dem kleinen alten Goris. Nun, das ist das erste Mal. Ich hab's. Das Tal im Norden ist voll nutzloser Basilisken, die nur ihre Wampe auf den Boden schleifen. Sie sind so rein gar nichts Nutze und man sagt, sie hätten einmal jemand in Stein verwandelt. Wenn ihr sie tötet, gebe ich euch etwas von meinem Zeug. Okay, mögen eure Reisen sicher sein. Hi, wie geht's? Hallo Dusk. Aha, du bist ein komischer Gnom. Ihr habt etwas, das ich zusammenmischen soll? Ja, anscheinend. Also, bleibt es wieder einmal an dem kleinen Dusk hängen, die Arbeit der Forscherliga zu erledigen. Also gut, schauen wir einmal, was ihr da habt.
den Mund zu voll genommen, was immer ihr tun wollt. Ich habe genau das richtige Rezept dafür. Ihr wollt einen Sprengstofftrank? Bumm! Ihr wollt einen Blitztrank? Britzel! Ihr wollt einen Schrumpftrank? Flup! Also, Bronwyn sagt, er will einen Kohlenstoffdatierungstrank. Nichts leichter als das, denn dann, den könnte ich im Schlaf machen. Das Problem ist, wenn wir wollen, dass er präzise funktioniert, dann brauche ich einige hochwertige Zutaten. Fangen wir mit ein wenig Körperflüssigkeit von einem Basilisken im Norden an. Es muss ein ziemlich großer Basilisk sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Okay, ja, dann machen wir das mal hier im Norden. Habe ich jetzt eigentlich alles gequestet? Das habe ich, das sehe ich gar nicht, gell? Sturmwacht, das ist nicht hier. Östliche Königreiche, genau. Schlingendorntal. Ah, okay, doch, das haben wir doch gequestet. Nicht schlicht, nicht schlicht. So, Schlingendorn. Kap, wo bist du? Da. Hier, Schlingendorn Kap. Erkundung. Östliche Königreiche, Schlingendorn, Kap. Passt. Dann hätten wir das auch mal hier. Aha, da haben wir schon wieder solche Panther, die sich ständig verstecken. Mhm. Also ich glaube, in der Arena habe ich auch noch nie gespielt. Seit ich überhaupt spiele. Wo sie noch etwas aktiver war, eventuell auch noch. Na, okay, wobei Arena. Ich spiele ja generell nicht so wirklich Arena. Aber was soll's. So. Achso, warte mal. Wir haben jetzt schon wieder einen anderen Jäger. Ich hatte nämlich vorher noch meinen Allianz, Jäger gespielt und der ist ja anders geskillt. Ich vergesse das manchmal wieder. Das muss ein ziemlich großer Basilisk sein. Okay, wo ist der? Wahrscheinlich in der Höhle drin, gell? So. Muss ich da mal gucken, ob ich eigentlich meinen Bären-Bierchen da irgendwann mal austauschen muss. Begleiter. Nee, muss ich gar nicht. Das ist so ein Tank-Ding. Das ist ja schön. Bei meinem Hordenjäger hatte ich die ganze Zeit nicht meine Katze draußen und die Katze ist natürlich kein Tank-Pet. Jetzt hatte ich da ab und zu ein paar Probleme. Die ich jetzt aber auch vor ein, zwei Tagen beseitigt habe, diese Probleme. Aha, ja, genau. Der ist nämlich immer genannt. Das ist super. In der Höhle. Ich benötige ein Ziel. Mhm. Ich bin außer Reichweite. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der dann ist, ne? Dann jetzt gehen wir erstmal. Ich habe kein Ziel. Hm, da haben wir den großen, okay. Körperflüssigkeit, Eisentiefer Körperflüssigkeit. Eisenkieferflüssigkeit, das ist ganz gut für eine... What the fuck?
Ich bin in Stein verwandelt. So, die haben wir auch. Jetzt kann ich hier eh schon wieder Richtung Ausgang laufen. Das ist nämlich voll gut. Da habe ich nämlich eh auch so einen scheißen kleinen Eisenkiefer-Basilisken. Genau. Friss oder stirb, friss oder stirb. Gut. Jetzt können wir komplett zurückreiten. Okay, dann machen wir das. Ein Rare. Jetzt war ich gerade überlegen, ob ich nicht vielleicht hier und da mal ein bisschen Arena spielen sollte. Nicht mehr als Team, weil ich kann maximal PvP machen. Ob das so gut, ne? So eine gute Idee ist, ist halt auch fraglich, ja? Das liebe PvP. Guru Bashi. Muss ich da rein? Nee, da muss ich nicht rein. Hier muss ich rein. Eigentlich sind die Sachen eh schön markiert. Also man kann, wenn man wirklich aufmerksam ist in der Weltgeschichte hier, dann braucht man eigentlich die Landkarte bald gar nicht mehr. So, du wolltest tote Krokodilisten haben. Wie geht's? Die hab ich getötet. Also, richtig, gut gemacht. Mein Glückwunsch, dass ihr sie getötet habt, meine ich. Hier, bitte für euch. Okay, wir haben hier eine Kette, die wir nicht benötigen können. Und wir haben einen Kopf, den wir ebenfalls nicht benötigen können. Aber den Kopf können wir eventuell in unsere Ding bringen. Wenn er da nicht schon drin wäre. Da haben wir Stoff. Und der Rest ist wahrscheinlich wieder alles zum kaputt machen. Wurscht. Zum Verkaufen. Verkaufen ist hey! Nicht gut. So, den Mund zu voll genommen. Soll ich es mischen? Wird es zischen? Okay, dann zisch mal. Hier. Also gut, Schritt 1. Zutaten besorgen. Erledigt. Zeit für den nächsten Schritt. Noch mehr Zutaten besorgen. Hallo. Hätte ich auf einmal sagen können. Das Reinheitsgebot, diese Körperflüssigkeit allein wird nicht reichen. Sie ist zu dickflüssig, viel zu dickflüssig. Die Naga im Westen behüten einen Schrein, aus dem das einzige klare Wasser diesseits vom Dämmerwald fließt. Für die meisten Tränke verwende ich Flusswasser, aber Bronwyn verlangt Präzision. Beschafft Wasser aus dem Nekmani-Quellbrunnen, der sich an dem höchsten Punkt des Naga-Lagers befindet. Viel Glück. Man sieht sich! Was geht euch durch den Kopf? Plüschpelze. Hallo, ich bin die Händlerin der Stadt und Bronwyn ist mein Vater. Ja, super. Toll für dich. Tut mir leid, ich sollte nicht so aufgeregt sein. Mein Vater sagt, das ist nicht professionell. Wie auch immer, die Leute kommen immer zu mir und fragen mich nach schweren Leder und rauem Balk. Doch ich glaube, es würde ihnen gefallen, wenn ich auch einige weiche Materialien hätte. Wie Tigerfell. Glaubt ihr, ihr könntet mir welches besorgen? Ihr findet einige Panther hier in der Nähe, aber wenn ihr die großen Tiger sucht, müsst ihr Richtung Nordwesten gehen. Sie sind nördlich des großen Trollgebiets. Aha, okay. Achso, nördlich, ja, weiß ich schon. Hey, da hinten ist ja eine Klohütte. Bündelweise Akiris. Die Forscher der Naga, die sich westlich von hier befinden, haben ein wertvolles Ozeanschiff bei sich. Akiris Schilfrohr. Aha. Händler stellen daraus Arzneien und Verpackungen her. Handwerker füttern Rüstungen oder umwinkeln Zigarren damit. Wenn wir mit dem Graben fertig waren,
Was, wenn wir mit dem Graben fertig waren, hat mein Vater mir abends gezeigt, wie man es verwendet. Leider haben wir keins mehr. Würde es euch etwas ausmachen, uns noch mehr davon zu holen? Natürlich nicht. Wenn sie sie einfach herumliegen lassen. Vater sagt, dass ein verantwortungsvoller Händler immer noch lohnenden Geschäften Ausschauen hält. Also immer nach. Ich versuche auf Schritt und Tritt nach guten Geschäften Ausschau zu halten und ich glaube, jetzt habe ich eins gefunden. Die Naga, die sich westlich von hier befinden, haben dutzende Statuen, die sie dort, wo sie leben, überall auf den Boden stellen. Sie können unmöglich alle gebrauchen. Also dachte ich, dass wir ein paar für uns nehmen. Statuen ganz umsonst. Das ist doch ein gutes Geschäft, oder nicht? Mögen eure Reisen sicher sein. Ja, und wahrscheinlich auch ein sehr riskantes, also warte mal, hier haben wir Winterfell. Okay. Ob ich es oder nicht, aber den... wollte sie nicht einfach nur Tigerfell? Anscheinend wollte sie Pantherfell auch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wir haben hier sicher noch mehr. Panther, 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 Panther. Panther, Panther, Panther. Da haben wir noch eins. Ein Panther-Kazi. Ich benötige ein Ziel. Ein Panther-Kazi brauchen wir noch. Aber anscheinend will es nicht. Tigerfleisch im Panther. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, da hätten wir so einen komischen Troll, der rumläuft. Das wäre verbuggt. Schaut nämlich auch ganz lustig aus. Dann werden wir einfach hier in die Nähe reiten. Von den ganzen anderen Aufgaben. So, bin wieder da. Der Besitzer des Pakets hat sein Paket abgeholt. Ja, gut. Also, samtiges Pantherfell. Gut, das hätten wir jetzt... Achso, jetzt müssen wir trotzdem da hinkommen. Na gut, dann holen wir jetzt erstmal die anderen Sachen. Hätte ich gesagt... Au! Also, so, hauen die einen ständig ab. Was soll denn der jetzt? Alter Schatten. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das war so nicht geplant. So, komme ich hier hin, wo ich hin muss? Oh ne, warte mal, er hat gesagt am höchsten Punkt, gell? Wir haben die Sachen ja doch aufmerksam durchgelesen. Aber komme ich da nicht irgendwie so rundherum? Rundherum, umherum? So, ungezähmte Küste. Muss ja so normalerweise auch gehen. Genau. Hält man mich angestürmt hier? Ich benötige ein Ziel. Wir sollten ja solche Statuen hier auch mitnehmen. Haben wir da dann schon einen Brunnen? Ich glaube. Oder geht's denn weiter? Ich kenne mich gerade nicht aus. Na, okay, hier ist der... Ah, genau, da drüben ist dann der... Ich habe kein Ziel. Das werden wir dann schnell machen. Oh! Und bei mir vibriert es auch schon wieder. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, wir werden jetzt aber das hier auf alle Fälle machen. Vibrier, 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 vibrier. Immerhin hatte ich auch ein paar Pausen jetzt gerade zwischendrin. Kleiner, aber feiner. Ah.
Ja, das kommt davon, wenn man einmal rausguckt, gell? Raus aus dem Fenster. Alter, für die Akku. Da habe ich dich bitte. Ich habe kein Ziel. Okay, wisst ihr was? Ich werde hier jetzt trotzdem einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge direkt im Anschluss hier weiter questen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao!